wenn dir einer besonders gut gefällt. Du, wo seid ihr denn? Ihr euch unterhaltenden. Umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan, aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Sorry, ich bin gerade wieder sehr leise. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannähen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Ach so. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Aha. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Ey, irgendwas frisst sich da gerade durch die Tür. Ist das gut oder schlecht? Mittelgut. Nee. Du glaubst es, du wirst fesseln! Lebt da immer noch einer? Was? Rapture erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt. Nein. Von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Was? Was? Da verzieht es mir glatt die Maus. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ja, die Schulen summen und so, ne?
Speichern. Irgendwie kommen wir dem Kern gerade nahe. Und da ist ein Fernglas. Kann ich aber leider nicht durchgucken. Habe ich noch irgendwas Ionisches hier? Brandbolzen und Stahlspitze. Ich lade mal. Und dann bereite ich mich mal besser auf den Typen davor. So, ionischer Schrot bitte. So, panzerbrechende Pistolenkugeln bitte. Panzerbrechende MG-Patronen bitte. Wärmesuchende Panzergranaten bitte. Ionisches Gel bitte. Ja, weiß ich nicht. So, nochmal gespeichert und jetzt versuchen wir uns mal an dem Big Daddy erneut. Vielleicht machen die denn schon ein bisschen fertig. Wo ist er hin? Was? Was? Holy Mother of God. Den will ich töten. Das war knapp, doch. 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 Ich habe in meinem Leben mehr gesehen und noch schlimmere Dinge selbst verbracht.
Was? Du schickst mir eine Kleine, die mir behilflich sein wird? Du Arsch, und dann fällt er tot um. Das sind die Besten. Da war nie Interessantes. Ah. Fontaines Vermächtnis. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Naja, Jesus liebt dich und so, ist klar. Die Kamera, die ich da von oben gesehen habe. Mal speichern und dann mal gucken, ob ich da irgendwie um die Ecke komme. Im Sprung muss hier gehackt werden. Oh, oh, ach du Scheiße. Verkackt. Die R34er gehen aus. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er. So wie die Nutten in Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Was auch immer die R34 sind, das etwa die Little Sisters? Nein. Warum erzählst du denn so stolz, dass jemand für Geld verraten hat? Das verstehe ich nicht. So ist's recht, Jungs. Legt euch mit meinen Gizmos an. Ich zeig euch, wo es lang geht. Wer redet denn da so? So seltsam. Ich hab hier ein Safe zu knüpfen. Sorry, ja. Sorry. Sorry, Alter, weißt du? Ja, ich habe den Safe nicht geknackt. Au. Ja, so mittel... mittelinteressante Sachen. Ja, mein Gott, wo ist denn dieser Jesus-Mensch, der die ganze Zeit davon faselt, wie sehr ihn Jesus liebt? Da ist einer. Ach. Boah.